Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Bei Ihnen, Herr Kollege Weiß, habe ich das Bemühen festgestellt, was mich ja auch umtreibt, eine klare Position der Landesregierung und der regierungstragenden Fraktionen zur zukünftigen Finanzierung der EU zu bekommen. Wir haben sie bis heute nicht. Das ist das große Dilemma. Und deshalb ist auch der Versuch, sozusagen mit Ihrem Antrag etwas mehr Klarheit zu schaffen, irgendwie nicht gelungen. Müssen wir jedenfalls heute feststellen. Ich finde aber, dass das Parlament in Nordrhein-Westfalen einen Anspruch darauf hätte, eine Position zu bekommen und kein Versteckspiel hinter irgendwelchen Büschen, Bundesregierung, Zeitläufe. Was ist Ihre Position zu bestimmten Fragen? Und wenn man länger darüber nachdenkt und vielleicht auch in die eine oder andere Pressemitteilung der Landesregierung schaut, dann wird vielleicht ein Grund dafür erkennbar. Und insofern bedauere ich heute, dass der Finanzminister nicht da ist. Ich frage mich, wer ist denn eigentlich für die, tut mir leid, Herr Minister, dass ich da auch kritisch werden muss, wer ist denn für die Europapolitik zuständig? Man könnte ja vielleicht meinen, dass Sie sozusagen als graue Eminenz im Hintergrund die Fäden ziehen und andere dann die Arbeit machen lassen, heute Morgen schon. Sie sind ja eigentlich zuständig für die Organisation der Ruhrkonferenz, aber da durften Sie auch nicht reden oder sollten nicht reden oder mussten nicht reden oder brauchten nicht reden, ich weiß es nicht. Und ja, vor zwei Tagen hat der Finanzminister eine Veranstaltung in Brüssel gemacht, unter dem Motto CDU diskutiert mit CDU, da war kein anderer politische Farbe eingeladen. Der in den Medien bekannte Herr Sellmayr sollte zur Finanzierung der europäischen Haushalte was sagen. Die Abgeordnete Lange, auch CDU, sollte was sagen. Und der Finanzminister aus Nordrhein-Westfalen. Aber warum nimmt er dann heute hier an der Debatte nicht teil, frage ich mich, wenn er in Brüssel einen großen Aufschlag macht. Hätte ich es gut gefunden, er hätte auch mit dem Parlament heute diskutiert und hier und heute dargelegt, was denn die Position der Landesregierung ist. Aber ich muss vermuten, dass es keine Position der Landesregierung gibt. Es gibt keine Position zu beispielsweise der Frage, ob eine Eigenfinanzierung erfolgen soll mit eigenen Mitteln. Es gibt keine Position dazu, ob die Bundesrepublik mehr Geld nach dem Brexit nach Brüssel geben soll, ja oder nein. Und das habe ich Ihnen schon mehrfach vorgehalten auf der Regierungsseite. Es gibt auch keine Position Ihrer Fraktion zu dem wichtigen Teil der EU, des EU-Haushalts, nämlich der Agrarfinanzierung. Sie tragen an allen Stellen das hohe Lied der Agrarpolitik vor sich her. Aber wenn es darum geht, die Finanzierung sicherzustellen, immerhin über 30% des EU-Haushaltes, und das ist der Kern des EU-Haushalts, geht in die Agrarfinanzierung, letztlich in die Finanzierung unserer ländlichen Räume. Und wenn es weniger Geld gibt, dann bedeutet das auch weniger Geld für die Agrarfinanzierung. Keine Position über Prioritäten an dieser Stelle. Und wenn wir über Nordrhein-Westfalen nachdenken, etwas näher, dann liegt es schon auf der Hand, hier eine Forderung aufzustellen, die sich mit dem Strukturwandel in Nordrhein-Westfalen beschäftigt. Wir haben ja nicht nur einen Strukturwandel, den wir gerade erleben und versuchen zu bewältigen, sondern wir haben auch einen Strukturwandel vor uns. Nun mag man über zeitliche Dimensionen streiten, ob 10 Jahre länger oder kürzer, aber dass ein Strukturwandel kommt, insbesondere im Rheinischen Revier und insbesondere im Bereich der Energieversorgung und der Klimapolitik, ist nicht von der Hand zu weisen. Insofern macht es Sinn, hier klare Prioritäten zu setzen und auch Forderungen aus Nordrhein-Westfalen zu entwickeln. Aber, und das tut mir leid, leider fehlt uns hier der Diskussionspartner. Wir vermissen ihn wirklich auf Seiten der Landesregierung und der Koalitionsfraktion, hier klare Positionen nach vorne zu entwickeln, zum Schaden leider der Menschen in Nordrhein-Westfalen. Zum SPD-Antrag als solchen, die grundsätzliche Forderung, dass das Geld nicht weniger werden soll, können wir natürlich unterstützen, gar keine Frage. Aber auch hier gibt es die ein oder andere Leerstelle, wenn es darum geht, wo soll zukünftig die Finanzierung gesichert werden, wenn es darum geht, die Abgrenzung auch Richtung Agrarpolitik vorzunehmen und wenn es darum geht, auch die Herausforderungen der Zukunft, Digitalisierung, Klimapolitik habe ich schon genannt und Energiepolitik für Nordrhein-Westfalen stärker zu beschreiben. Deshalb werden wir uns an dieser Stelle enthalten. Herzlichen Dank.